Und da geht er down. MTW wieder da nach dieser einen verlorenen Runde, beziehungsweise nach den zwei verlorenen Runden. Passt das alles wieder. Da ist MTW wieder da. Und genau das meine ich. Also Fragmasters schaffen hier immer am Anfang der Runde gut den Damage zu setzen. Und MTW kommt dann aber so kurz danach immer wieder so ein bisschen zurück, setzen jetzt hier wiederum ihrerseits richtig gut den Damage. Also direkt der perfekte Konter. Nuki mit dem Frag. Zwei Fragmaster-Spieler schon super low unten in der Mitte. Ich muss, glaube ich, gleich mal eine Grußrunde machen. Ja, Fragmasters, was wollt ihr da jetzt tun? Eigentlich könnt ihr da nichts mehr tun. Müsst aber. Ja, das Problem ist, man muss halt zwei von denen nur noch anhusten. Ha, schön, aber wenn die Headshots sitzen, sitzen die Headshots. Noch Humpen geht down. Schön. Banane soll direkt wieder eingenommen werden. Und er läuft einfach vorbei. Wilson läuft einfach vorbei. Hinter dir, Digga. Tschüss. Jetzt noch Nuki. Und auch er kriegt. Oh mein Gott, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass Fragmasters hier diese Runde noch holen. 7 zu 3. OMG. Oh Mann, ey, wie kann man die Runde noch abgeben? Verstehe ich jetzt auch nicht mehr. Naja. Daran sieht man mal wieder, was der Unterschied ist zwischen Frag und Damage setzen. Scheiße. Die Bombe bewegt sich langsam Richtung A. Ja, und jetzt geht auch noch der falsche Mittelspieler down. Das kann natürlich alles angesagt werden. HG freut sich wahrscheinlich schon. Also wie Hossa. Wobei der sich ja heute schon einige Male gut veraimt hat. Diesmal nicht. Macht sogar 4 in dieser Runde. Wer hätte gedacht, dass er dann nochmal offensiv kommt? Hurricane Ute beschwert sich hier, dass die Flashes nicht funktionieren. Offensives Spiel von Humpen. Einen macht er. Jetzt muss er aufpassen. Wow, Humpen. Kaputt. Dieser Humpen. Dreist, was er da macht. Richtig dreist. Ja, aber schön von MTW gemacht. Nehmen hier die Fragmasters gut in die Zange. Sodass sie keine Chance mehr haben, irgendwie was Neues zu starten. Mit dieser gewonnenen Waffe. Richtig gut von MTW hier. 9 zu 3. Ja, und der Rest muss an Fragmasters gehen. Muss. Sonst sehen wir hier dann doch nicht mehr ganz so eine spannende Map, wie ich dachte. Währenddessen haben wir bei Mousebots gegen Soulstays das Ergebnis von 8 zu 3. Also dieses Spiel hier das eindeutig schnellere. Hier klatscht sich Hass erstmal selber die Haiyan-Schädel. Okay, mit dem Bratzversuch. Und man entscheidet sich jetzt hier für ein defensiveres Stellungsspiel auf B.
Das ist doch, denke ich, die bessere Entscheidung. Man würde sonst hier überrannt werden über Mitte und Hausmeister. Bombe ist immer noch Mitte unten, also man hat sich hier noch nicht festgelegt. Jetzt tut man das. Verdammt viel über Haus. Oh, und Wilson macht da keinen einzigen Frag. Noch Nuki geht hier einfach down. Jetzt muss es Wumpen machen. Schönes Ding. Ja, und vor Humpen hätte ich auch Angst. Würde ich mich auch nicht mehr zeigen. Terrorists win. 9 zu 4. Wichtig für die Fragmasters. Aber viel interessanter ist eigentlich der Frag in der Mitte hier gegen Humpen. Die AWP ist down. Da reagieren sie auch komplett drauf. Sofort. Also sie ziehen sich hier direkt wieder zurück aus der Banane. Wollen direkt den Aufbau für die Mitte haben. Die AWP ist halt einfach down. Und da ist sogar Nuki down. Einfach mal gebratzt hier durch die Smoke. Und da kommt auch noch das Haus auf. Schöne HEs. Wird gar nicht das Duell gesucht. Ja, Hossa geht down. 9-5, ganz stark, wie sie hier zurückkommen. Trotzdem krass von Humpen mit seiner Mini-AWP. Na. Ist doch immer wieder bitter. Die Humpen-Parodie stimmt halt. Klick, klick, klick. Oh. Klick, klick, oh. Klick, klick. Oh. Naja. Und Nuki wurde da, glaube ich, gehört. Ja, und jetzt wird MTV hier ordentlich auseinandergerissen, aber man entscheidet sich dann hier doch für den B-Spot. Warum passieren eigentlich immer da die Frags, womit ihr am wenigsten erwartet? So, und jetzt denkt man hier, Action Zone ist schon vor, ist aber nicht so. Hossa steht jetzt hier auf verlorenem Posten. Kommt da auch garantiert nicht mehr rechtzeitig zu A. Ja, das durften die Fragmasters nicht mehr aus der Hand geben hier. Das flasht er sich, glaube ich, selber. Ja, und da geht auch Hossa down. 9-6. Spannendes Ergebnis für die Inferno. Da werden wir noch einiges sehen. Währenddessen 9-5 für Mouseboards auf den Nuke als Terror.